Dankeschön. Bist du Benjamin Blümchen? Nein, ich bin ein Otifant. Ich dachte mal, du bist eine Schildkröte. Aber Sascha, sind Schildkröten grau? Nein. Haben Schildkröten so eine Öhrchen? Nein. Haben Schildkröten ein Rüssel, so wie ich? Nein. Siehst du, dann bin ich doch ein Otifant. Zurück! Susi, komm, mach mal die Verkleidung ab. Das. Ich sag danke. Das war eine Verkleidung für Otto. Das war auch ganz toll. Wir haben so viel gemeinsam. Otto und du? Wir machen beide gerne Spaß. Wir sind beide gern am Wasser. Und neuerdings haben wir den gleichen Friseur. Ja. Und sag mal, wenn ich mir so dein Kleid anschaue, dann glaube ich, du hast auch noch ein bisschen was vor heute. Bin auch schon ganz schön aufgeregt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ja? Ja. Wer ist denn der Glückliche? Na, Otto. Otto? Du bist ja 113. Ist Otto nicht ein bisschen jung für dich? Am wichtigsten ist doch, dass er Erfahrung hat. Und die hat er mir selbst erzählt. Ja, okay. Aber das musst du schon gut überlegen, weil eigentlich macht man das nur einmal, bis das der Tod entscheidet. Ich wusste ja, dass es gefährlich wird. Was, heiraten? Heiraten. Wieso heiraten? Wir gehen Fallschirmspringen. Ja. Wir trauen uns. Ja. Ihr traut euch. Ja. Er hat es schon mal gemacht, jetzt nimmt er nicht mit. So, wenn man seine privatesten Dinge mit jemandem teilen möchte, dann... Geh ich zu Facebook. Das kann man... das kann man auch machen, aber das ist was anderes. Also du brauchst ja erstmal einen Mann. Otto. Ja, zum Beispiel, aber vielleicht findest du noch einen, der noch besser passt. Wo rein? Zu dir. Zu mir. Ja. Jetzt habe ich den Text vergessen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hast du den Text vergessen. Dann mach mal einen Antrag. Hartz IV. Nein, einen Heiratsantrag. Und dann? Dann wird man gefragt, ob man sein Leben miteinander verbringen möchte. Mhm. Und dann sagt man ja. 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 Wie romantisch. Jetzt sind wir verheiratet. Josi, wir müssen reden. Wir sind nicht verheiratet. Willst du mich nicht heiraten? Josi. Bitte. Josi, wir können Freunde bleiben. Nur Freunde? Josi, Freunde hat man ein Leben lang. Otto hat mal ein schönes Lied darüber gesungen. Wollen wir das mal singen? Wenn du magst, gib dir Mühe. Ja, okay. Herr Kapellmeister. Wenn, dann laufen du und ich doch gemeinsam im Fernsehen. Ich meine doch gar nicht dich. Sondern? Hör doch mal zu. Er ist ein Friesenjung und die sind gar nicht dumm. Ist halt so alt wie ich, aber man sieht es nicht. Humor hat doch den Jung. Jetzt weiß ich, von wem du singst.
ist der Jubilar. Heute sind's 50 Jahre, dass er die Bühnen erklimmt und uns zum Lachen bringt. Er ist mein Superstar. Lieber Otto, schön, dass es dich gibt. Hallo, Josie. Hallo, Sid. Na, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Gar nichts. Hast du doch schon gestern gemacht. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Ach so. Weißt du, mach doch einfach morgen weiter, weil heute feiern wir das Jubiläum von Otto. Hm? Ach, Jubiläum? Ja. Dann habe ich ein Jubiläumsrätsel für dich. Wirklich? Ja. Was ist das? Es hängt an der Wand, macht Tick-Tack und riecht nach Fisch. Hängt an der Wand, macht Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Weiß ich nicht. Eine Uhr. Hä? Eine Uhr macht doch, die riecht doch nicht nach Fisch. Das habe ich nur gesagt, um das ein bisschen schwieriger zu machen. Sid? Ja? Ich weiß auch was, ein Rätsel. Und leg los. Wo geht Pinocchio hin, wenn er krank ist? Rat mal. Zum Tischler? Nein. Zum Schreiner? Nein, soll ich sagen? Ja. Zum Holznasenohrenarzt. Oh, super. Na, das ist ja richtig, richtig imposant. Kannst du einen Satz bilden mit imposant? Mit imposant? Nein. Hast du imposant? Entfern ihn mit der Hand. Du Ferkel! Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt lieber. Ja, mir ist auch ganz warm. Ja. Und der hier neben mir schwitzt auch ganz doll. Das sieht man. Ich sage mal, er soll mir Sport machen, dann schwitzt man nicht so. Genau. Du schwitzt gar nicht. Nein, dann sagen wir mal lieber tschüss. Ja. Und dann gehen wir hinter die Bühne ein bisschen törteln. Jetzt wird mir auch zu heiß.